und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wo wir immer noch in dem Anwesen sind, in das wir eingebrochen sind und die Bücher oder das Buch von unserer Mutter suchen. Und in der letzten Folge hatte ich schon gesagt, obwohl die nun wirklich ein bisschen länger her ist, es tut mir auch leid, da und da sind Kartons und ich glaube, das wird das letzte Zimmer sein, was wir durchsuchen. Aber wir gucken es mal hier. Nein. Ja, ganz ehrlich, ich kann es noch nicht mal lesen, weil du mit der Taschenlampe da so drauf klöderst. Aber okay, wenn er Nein sagt, dann wird er schon recht haben. Nein. Waking Treasures of Winland, Stephen Tremblay, University of Toronto. Nee. Also tatsächlich, was ist hier sonst irgendwas? Tatsächlich der dritte, letzte Karton, meine ich, der zweite, der da. Ich bin jetzt einfach so stark, gehe so stark davon aus, dass das Richtige sein wird, dass ich hier erst alles andere angucken möchte. Und pass auf, gleich gucke ich den, aber hier ist nichts. Gleich gucke ich den Karton an und er sagt, nein. Wow. Yeah. Sam, hast du da was? Jackpot. Das sind sie. Was ist los, Nate? Reichtümer des Paradieses? Okay, lesen heute wieder. Evelyn hat einen Sammler. Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft. Mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seinen Spuren bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai. Bildunterschrift Joseph Burns. Kartenunterschrift letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief. Was sind das für Markierungen? Ah, die Schätze, die Reichtümer des Paradieses. Das kann sich auch auf eine schöne Landschaft beziehen, oder? Links, Seite umblättern. Wieso? Ach so. Andere Richtung, okay. Oh, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter?
Da die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten sie noch immer. Also, würden sie... Ja, genau, das ist das Richtige. Schmück erst mal eine. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake Nein. hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebowohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebowohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also. Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt hereingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Ja, supergeil. Danke. Sind wir wirklich aus dem Schneider. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Oh, oh. Hey. Hey. Sam? Ey, siehst du? Sam? Hier ist die Polizei. Raucher sterben früher. Okay. Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Machen? Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Sam? Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Also noch ganz oben? Warte. Okay. Alter Schwede, wenn die uns hier erwischen, dann hängen die uns im Mord dann nachher oder so ein Scheiß. Naja, auch wenn die Obduktion. Mist! Vorsicht! Oh Mann, weiter, Mann! Beweisen würde, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Trotzdem wäre es erstmal unangenehm. Spring einfach! Ja, Alter, ich komm nicht. Nicht hoch, Mann, Jung. Ach hier, okay.
jetzt war er zurück. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwo auf der anderen Seite auch wieder runter und müssen jetzt nicht 12 Monate hängen. Schön finde ich allerdings, dass du vorgehst. Fuck, Sam, wo bist du, Alter? Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Nathan! Vater, ist okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Nö. Haustisch. Hier lang! Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben 2 Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener. Mist. Stehen bleiben, verdammt! Ein Erwachsener, ein Jugendlicher? Hier hin! Lauf! Oh, Da sind sie! Lauf jetzt los, Nathan! Ihr macht doch alles nur noch schlimmer! Komm, los! Ja, ich bin noch fast davon überzeugt, dass wir auf den Boden. Gefasst Hände werden. Über den Kopf! Fertig! Ach, Mist! Wow. Fuck. Netter Versuch. Oh Mann. Oh, ich war mir schon. Sam hatten sie vor mir schon, ne? Ich dachte. Ah, okay. Hey, jetzt hat er mich schon wieder. Nein, jetzt nichts. Okay, vielleicht Sam hinterher. Vielleicht hat er es doch geschafft. Okay, er hat tatsächlich einen Weg gefunden. Ah, Mist! Sie hauen ab! Los, der Müllcontainer! Okay. Super Ding. Komm, Mann! Zum Glück schießen die nicht auf uns, ey. Steig auf, los, komm! Los, halt dich fest! Dass sie da nicht hinterher gekappelt sind, aber das wollen wir nicht, ja. Wuhu! Das war mal ein Abenteuer. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Hä? Was für eine Die Nacht. Die Alte werden sie trotzdem finden. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Das stimmt. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht... Wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen?
Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Klatsch, schlag ein. Das ist eine geile Idee. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das Grundgerüst zumindest schon mal. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, komm. Sally? Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir doch immer. Hey. Wir tauschen. Ja. Ist mir auch lieber so ein Ding. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Komm, okay. Wird alles wieder gut. Komm. Wir müssen jetzt los. Sei doch nicht so sauer. Hey, also du siehst gut aus. Ja, New Devon. Die Heimat der Gründer von Libertalia. Kapitel 17. Und dort bringt Rafe deinen Bruder hin. Der Schatz ist bestimmt dort. Die ihn schlecht. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Werden wir erst in der nächsten Folge anbrechen. Und zwar übermorgen? Ich weiß es gar nicht. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich bin raus. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.